Hallihallo, Hallöchen, hier ist eure Chloe. Und heute soll es wieder um ein Produkttest gehen. Und zwar habe ich mir jetzt letzte Woche im Kaufland ein Klettbürste gekauft. Von Vitamax aus der TV-Werbung. Unser Original. Inwieweit das stimmt, keine Ahnung. Elektrische Klettbürste für Bürsten und Kletten in einem. Ich habe schon viel von dir gesehen, auch auf YouTube haben viele schon diese Bürste getestet. Nur um ehrlich zu sein, bin ich da immer noch ein bisschen, ob das hinhaut. Manche haben davon berichtet, dass es sehr doll ziepen soll. Andere sagen immer, das funktioniert super. Und ich habe gedacht, ich werde mich jetzt selbst überzeugen, ob das hinhaut. Und ich werde das auch in zwei Tests durchführen. Also ich hoffe, dass die zweite Testperson das mitmacht. Jedenfalls die erste Testperson werde ich sein. Ich habe mir die Haare jetzt gestern frisch gewaschen und habe dann über Nacht hier Zöpfe drin gehabt, dass sie also nicht so glatt sind, sondern auch ein bisschen gewellt. Das ist jetzt für einfaches gewelltes Haar und ich werde die jetzt ausprobieren. Und beim zweiten Mal, ich habe in meinem Bekanntenkreis jemanden, der extrem dicke Haare hat und extrem lockige Haare hat. Und die Person habe ich vor zu fragen, ob ich bei ihr das auch mal testen kann. Ich denke, sie wird definitiv ja sagen. Und bei ihr kann man dann wirklich den Härtetest durchführen. Und das werde ich auf alle Fälle tun, denn ich bin der Ansicht, wer so eine Bürste haben möchte, hat meistens extreme Locken oder extremes Haar und meistens auch ziemlich dickes Haar. Und ich glaube, dass man bei ihr es definitiv testen muss. Ich werde es jetzt erstmal an meinen Haaren testen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Es geht los! Ich habe hier die Bürste. Ich habe sie schon mal angesteckt. Sie hat hier... Hier sind diese Wärmheizer da drinnen. Und die ganze sieht so aus. Auch mit Tastatur. Und ich habe in die Beschreibung geguckt. Und da steht drauf, ich soll jetzt erstmal auf Andrücken. Circa 3 Sekunden. Da geht's an. Und da steht jetzt 160 Grad. Müssen wir mal gucken. 180. Machen wir mal 200 Grad, ob das zu teuer ist. Richtig. Sie macht jetzt ganz komische Geräusche schon mal. Man hört es. Und während das jetzt ein bisschen wärmt, werde ich natürlich einen Hitzeschutz auftragen. Weil wir ja wieder mit Hitze arbeiten und meine Haare, ihr seht es vielleicht, sind hier unten schon ein wenig kaputt. Und deswegen tun wir definitiv vorbeugen. Wir wollen ja nicht unsere Haare zerstören. Im Gegenteil. Ich habe es bei vielen gesehen, die haben die Haare ein wenig abgeteilt. Ich glaube, das werde ich jetzt auch mal tun. Ich werde einfach einen Teil abteilen. So viele Haare habe ich ja nicht auf dem Kopf, von daher reicht, denke ich mal, wenn ich es einfach abteile. Huch, das hat jetzt nicht frisch gehalten. Dann nehmen wir halt noch eine zweite. So, jetzt hält es. Aber wollen wir mal gucken, ob die schon heiß genug ist. Oh, Wärme kommt schon hier mächtig durch. Es blinkt aber noch. Ich nehme mal an, wenn das blinkt, ist es noch nicht heiß. Aber es zeigt jetzt hier 200 Grad Celsius an. Ob es blinkt noch. Dann wollen wir vielleicht noch den Moment abwarten, bis es richtig heiß ist. Aber sie hat schon... Ja, man merkt die Wärme schon, also sie tut relativ schnell anheizen. Hätte ich jetzt so gar nicht gedacht. Weil selbst bei meinem Kletteisen ist es so, das dauert ungefähr, bis die volle Gradzahl hat, 5 Minuten ungefähr. Und beim Lockenstab ist es auch ungefähr genauso. So, jetzt hat es aufgehört zu blinken, also müsste es jetzt die 200 Grad erreicht haben. Und dann werden wir die erste Partie nehmen und werden da mal
durchbürsten. Ich weiß nicht, wie lange man da oder wie schnell man da durchbürsten soll. Also zumindest sieben tut's nicht, aber ich habe, wie gesagt, ich habe sehr feines Haar. Bei mir zieht's das auch generell nicht so schnell. Also wenn man sich das jetzt mal anguckt, auf der Seite ist es noch lockig, auf der Seite ist es schon ziemlich glatt geworden. Ne? Was sagt ihr? So, machen wir hier drüben weiter. Nehmen wir mal eine größere Partie, ob das Ding auch schafft. Also, ich würde mal sagen, an meinen Haaren sieht es gar nicht mehr schlecht aus. Jetzt wollen wir mal gucken. 200 Grad ist die Höchstzahl. So, und jetzt machen wir das Ding mal aus. Und wir gucken uns die Haare mal an. Guck mal wieder in mein Spiegelchen. Ja, ich habe jetzt hier den Ansatz drin, aber das liegt ja auch daran, dass ich jetzt hinten mehr so seitlich geföhnt habe. Also ich denke, das kriege ich auch noch weg. Aber jetzt vom Optischen, jetzt da, wo ich die ganze Zeit gekämmt habe, würde ich mal sagen, ist es ganz gut geworden. Also würde ich mal sagen, mit meinen Haaren hat das Ding den Test bestanden. Wie gesagt, ich werde es nochmal an etwas widerspenstigeren Haaren testen. Wird auch in nächster Zeit dann passieren. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr bis jetzt für Erfahrungen mit dieser Bürste gemacht habt, falls ihr so eine überhaupt habt. Und wenn ihr sie nicht habt, was ihr denkt dazu. Ansonsten hoffe ich, dass das Video ein bisschen euch gefallen hat und ein wenig Spaß gemacht hat. Ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich abonnieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Was mich freut, wenn ihr mich abonniert, ist klar irgendwie. Ich meine, mir geht es immer so, ich freue mich immer über jeden Abonnenten oder über jedes Kommentar und jedes gefällt mir. Wobei momentan man den Daumen irgendwie lieber hat. Was mir aber egal ist, denn ich habe sehr viel Spaß an meinen Videos. Und vielleicht gefällt es den einen oder anderen. Ja doch. Und wenn nicht, mir gefällt es. Genau. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht. Wie nachdem. Bis zum nächsten Mal. Eure Gloria.